einfach so hoch und da oben. Also. Ich fuhr mit dem Zug von Tübingen nach Horb und traf mich am Bahnhof mit Güdow. Der Neckartalradweg ist wegen Bahnarbeiten zwischen Horb und Ihlingen gesperrt. Links oberhalb vom Bahnhof ist momentan die Umleitungsstrecke. Rechts auf dem Neckartalreitweg sieht man die Lkw stehen. Es ist also kein Durchkommen. Von Ehlingen ging es dann auf dem Neckartalradweg nach Glatt. Die Flüsse führen momentan ganz schön Wasser nach dem Regen. Durch den Wald ging es dann Richtung Glatt. In Sichtweite das Wasserschloss Glatt. Das Wasserschloss in Glatt wurde im 15. Jahrhundert erbaut und ist auch heute von einem Wassergraben umgeben. Zu der Schlossanlage gehört auch der Vor- oder Wirtschaftshof. In einem Eckgebäude des Wirtschaftshofes befindet sich das Schlosscafé mit der berühmten Schwarzwälder Kirschtorte. Es ging dann weiter nach Hopfau. Die Glatt hat mehrere Wasserstufen. Nach Bettenhausen ging es sehr steil nach oben, nach Fürnsaal. Es waren so circa 18%, also schön anstrengend.
In Firnsal angekommen, waren wir noch nicht oben. Es ist ja der Schwarzwald. Es ist immer ein Auf und Ab. Ein schönes, liebliches Tal. Wir erreichten Gundelshausen, bevor es nach Betzweiler wieder runtergeht. Hier machten wir eine kleine Vesperpause. Eine wunderschöne Abfahrt nach Betzweiler. An dieser schönen Wasserstelle stand leider nicht, ob es Trinkwasser ist. Schade. Vorbei an der Almandhütte mit dem schönen Grillplatz. Über die 24 Höfe ging es dann nach Loßburg. Die Firma Aburg fertigt Spritzgießmaschinen. Vor uns der Vogtei, Turm von Loßburg. Der Turm hat 172 Treppen und ist 31 Meter hoch. Oben angekommen hat man einen wunderschönen, weiten Blick auf die Schwäbische Alb. Im Teuchelwald war der Boden komplett mit Moos bedeckt. Es sah aus wie bei Grimms Märchen. Hier an der Agneshütte war ich schon mal, da bin ich links ins Kinzigtal gefahren. Nun geht es heute geradeaus nach Freudenstadt. Das Waldcafé war leider noch geschlossen, es öffnet erst am Karfreitag.
Um unsere geplante Einkehr zu machen, fuhren wir dann weiter nach Freudenstadt bis zum Marktplatz. Dort fanden wir ein Lokal, wo wir Einkehr machten. Hier konnten wir draußen in der Sonne sitzen und unser Bier und Essen genießen. Nach unserer Einkehr ging es zum Bahnhof nach Hause. Wenn dir dieser Film gefallen hat, darfst du mir gerne ein Like hinterlassen. Ich freue mich immer. Dankeschön. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Zum Abschluss wie immer noch die Tourübersicht.